Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu erste Fahrstunde nach Corona-Dingsbumser. Ja, Intro und dann geht's los. Ja, aber manchmal ist das ja so, wenn die Eltern dann zu Hause nicht so viel Griechisch sprechen, können die Kinder dann nicht gut Griechisch und dann ist halt schade, dass man diese Sprache verlernt. Ich glaube, wenn du dann... Ja, das wäre dann cool. Dafür ist, glaube ich, ganz cool, so ja, zum Erhalt. Vorsicht, Platz, Greta, ey. Mann. Mann. Gespannt, Kevin schneidet da bestimmt wieder zwei Teile draus. Ja, wahrscheinlich. Fahren jetzt schon fast eine Stunde, oder? Ja, klar. Ja. Dann machen wir ersten Teil ist erste Fahrstunde direkt nach Corona und zweite Teil direkt boah, sich Platz. Cool. Nicht, dass die Kamera gleich auch noch aufhört. Boah, ne, die Dinger sind fest, ey. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die sind, die Asiaten was Gutes gebaut hier. Dann. Wir fahren gleich Richtung Lünen. Ja, okay. Muss ich das jetzt schon? Wenn du es siehst. So, vorher würde ich nicht. Bleib ruhig noch bei Geschwindigkeit. Ja. Check auch den hinter dir. Genau. Und erinnere dich mal, wie das gerade am Borsigplatz war. Da hättest du dir, glaube ich, gerne noch ein, zwei Minuten Zeit gewünscht, mehr zu gucken. Ne? Mach das hier so, dass du von vornherein ein bisschen langsamer ranfährst und schneller guckst. Dann brauchst du diese Zeit nicht. So, wir wollen Richtung Lünen. Gut, weil du von vornherein langsam rangefahren bist, hast du auch ein ruhiges Gefühl. Ja. Und viele Fahrschüler machen es halt dann immer umgekehrt. Die sind erstmal schnell und denken, ja, dann bremse ich dann. Ja, aber nee, das ist eigentlich nicht. Ja, ist die Zeit vorbei, ne? Das ist schon noch eine Kurve und tschüss. Für all die meinen, ist ja kein Problem, die können es auch gerne schneller probieren. Nee. Das sind dann die Leitplanken immer neu kaufen. Ne? Man, ja. Ja, man sieht das immer so. Da ist mal ein Stück neu. Hier links sieht man jetzt auch ist ein Stück neu. Das. Ja, stimmt. So, passiert halt. Ne? Mhm. Genau. Jetzt würde ich aber schon ein bisschen drauf drücken, weil es halt auch eine Kraftfahrstraße wird. Schneller, ne? Du bist nur bei 40. Das wird dir nicht reichen, wenn da einer angeschossen kommt. Versuche jetzt nicht zu schalten, bleib erstmal so. Ja. Geiles Wetter aber auch. Ja. Mit ihm kannst du dir rechtzeitig was überlegen. Ne? Hm? Ich sag, mit ihm kannst du dir rechtzeitig was überlegen. Ja, stimmt. Genau. Just Logistik. Davon würde ich abhängig machen, ob hier rechts viele Autos kommen oder nicht. Ist ja gar keiner. Desto cooler. Tschüss. Wenn es genauso ist, wie es gerade auf der anderen Seite war, dass die alle hier drauf kommen. Dann nicht.
Genau, dann lass dir halt viel Platz, ne? Ja. Nicht zu weit runterkommst, weil sonst sind die anderen immer traurig. Magst du ein Bonbon? Ja. Schweizer Kräuter. Oh ja. Da. So, Corona-free hier. Corona. Gerne. Zack, zack. So. Ja, ist immer so. Deswegen ist das mit den Spiegeln halt so wichtig, dass du immer siehst, wenn so ein Experte kommt, wie jetzt der blaue Beetle links, dass du einfach damit rechnest, dass er sich vertan hat und will doch nochmal hier rüber. Falls nicht, umso besser. Mhm. Geschwindigkeit wählst du selber, wie es dir passt. Guck nach vorne, nur nicht stehen bleiben. Guck nur auf deine Straße. Genau. Ja, ja, ja. Gut. Und er so... Sportlich ist okay. Hm. Oh, ups. Ja, passiert. Wer später bremst, ist länger schnell. Was eine neue Zeit. Weißt du immer auf die Bonbons? Hat man das gehört? Kleiner Splitter abgesprungen. Die Bonbons sind zwei Teile geteilt. Ich habe jetzt eins rechts in der Backe und eins links. Ich meine, es gibt ja so die Leute, die das bis zum Ende lutschen und dann die Leute, die das ab irgendeiner Stelle kauen. Also ich halte es bis fast zum Ende aus. Ja, aber irgendwann muss man und dann kurz kauen. Vorher, dann denke ich so. Ja, ist bei mir auch so. Sofort kauen macht keinen Sinn. Da hat man ja gar nichts vom Bonbon, kannst du auch runterschlucken. Ja, das stimmt. Ich höre es schon wieder. Jo. Siehst du es im Außenspiegel oder vorne? Nein. Was ist da heute los? Siehst du, da dürfen die Leute wieder einmal auf die Straße, ne? Hm, dann geht es direkt wieder los. Schon wieder voller Attacke hier. Diese Roller geholt, wo du so hier einfach so Gas geben kannst zum Draufstehen, diese kleinen. Diese E-Roller. Ja, genau. Echt? Ist schon ganz witzig. Hat sich direkt natürlich aus dem Internet so ein Crack runtergeladen, wo du das Ding auf 30 hoch pushen kannst. Jetzt gehen die Dinger auch richtig ab. Ja. Krass. Also ich bin bis jetzt noch nie damit gefahren. Es macht schon Bock. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst, dass ich mich hinlege. Echt? Ja. Ah ne, ich glaube.
Nein, das passiert. Aber ich finde es schon krass, dass du die Dinger irgendwie mit 14 schon fahren darfst oder so. Und dann schon einfach ohne Helm überall rumballern, ja, ja. Ja, das ist schon krass. Die haben ja auch eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, klar. Vor allem, wenn ich 14 gewesen wäre, das Erste, was ich gemacht hätte, ich hätte mir auch irgendwie so einen Crack runtergeladen, irgendwo aus dem Internet versucht, das Ding irgendwie aufzumachen. Ja. Dann Gas. Also meine Eltern würden mir dann sagen, dass ich Helm, also wenn ich 14 wäre, ja, Helm, Knieschoner, Handgelenkschoner, alles. Ach, krass. Früher beim Inliner fahren immer. Ja? Mhm. Mein Dad hatte immer so robuste Erziehungsmethoden. Ich bin immer als Kind so auf der Rücksitzbank oder so und dann, wenn ich mich nicht angeschnallt habe, hat er zweimal gesagt, schnall dich an. Habe ich mich nicht angeschnallt, hat er eine Vollbremsung gemacht, dann bin ich da unten wieder wach geworden. Und so, und er so, siehst du, schnall dich an. Und dann habe ich gesagt, okay. Und nächstes Mal braucht er nichts sagen. Ich bin ins Auto gestiegen, bin sofort so festgebunden. Ja, ist halt auch eine relativ robuste Erziehungsmethode. Ja, war schon irgendwie lustig. Ja, heute, ja. Ja, heute. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mit einem Auge am Schalthebel hängen geblieben wäre, aber gut, keine Ahnung. Er hat das mit Sicherheit kontrolliert gemacht. Hoffe ich. Glaube ich auch. Hoffe ich also einfach. Ganz bestimmt. Bestimmt. Ja. Von dort an habe ich mich immer angenommen. Ja, der hatte nur drei Räder. Krass, oder? Ja, das sind so, die kann man doch... Mit 16 schon fahren. Ja, ja. Ich sehe das auch immer und denke so, nee. Ja, Annika sagte mal, das ist voll cool. Überleg mal, aber ich denke so, nee. Ja, ich denke mir dann so, wofür? Das eine Jahr kann man irgendwie auch noch aushalten. Ja. Weil die sind ja auch richtig teuer. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist unnötiges Geld ausgeben. Wenn du hast, egal, aber ich würde dafür lieber dann ein anderes Auto kaufen. Ja, ich würde mir dann auch lieber was anderes kaufen als so. Ja, halt so ein Ding. Genau. Das reicht schon. Abgecheckt, keiner da. Weiter geht's. So, das war jetzt das letzte Stück Bonbon. Ich hab's nicht geschafft. Bei mir ist es noch ganz. Boah. Noch. An dem Vordermann dran, ne? Gib dir ein bisschen mehr Distanz, weil wenn die Ampel kurz umspringt, das, wenn er dann bremst. Genau, oder wenn er nicht weiterkommt und du stehst mit einer Verkreuzung. Ja. Das darf dir nicht passieren, ne? Okay. Das meine ich, du bist schon so bereit, du willst eigentlich mehr Gas geben. Aber lieber Abstand halten und warten. Genau, und beobachte lieber eine Sekunde länger, sodass du halt Einmündung auch immer freilassen kannst. Okay. Beziehungsweise Kreuzung. Wenn du hier hochfahren musst, ne? Fahr nie schräg hier, also nie so halb da hoch. Sondern dann. Sondern immer mit so einem spitzen Winkel. Kommen die von hinten, siehst du das? Ich sehe das. Gar nicht. Ich glaube da hinten, guck mal im Außenspiegel. Oh, siehst ja. du, dass das da flattert? Alles gut, beeil dich nicht. Warte erstmal. Beobachte weiter. Aber guck mal, die linke Seite ist ja frei, siehst du das? Ja, nee, da kommt jetzt. Komm ich okay, dann fahren wir jetzt hier rechts drauf. Lass die Zeit, viel lenken. Genau, ein bisschen zurück wieder. Super. Und locker weiter. Außenspiegel gucken, direkt locker weiter, weil sonst verwechselt sie hier das mit dem, dass du sie reinlassen willst. Mhm. Genau. Jetzt habe ich das Bonbon auch abgekauft. Der Druck steigt. Was ist jetzt los? Mhm. Haben Blinklicht? Oh, oh. Ja, lass dir Zeit. Keine Ahnung, was die jetzt machen. Ich würde erstmal warten. Fahr gar nicht erstmal daneben, sondern warte erstmal mal langsamer. Dann erste Gang. Und dann guckst du, was die machen. So. Scheinbar.
Da steigt der Fahrer nicht aus. Dann fährst du langsam weiter. Guck hinter dir, was da abgeht. Nicht, dass da irgendein Irrer überholt, und fahr langsam weiter. Dann auch nochmal gucken und langsam weiter einfach. Warum fahren die nicht? So, weil die wahrscheinlich nicht gesehen haben, dass grün ist. Jetzt. Nein, nächste Ampel links. Spiegel gucken direkt. Gut. Boah, die hinter dir, die eskaliert richtig. Ja, die hat dich angerufen. Die wollte, dass du das schön vorbeiballerst. Sie hat keine Zeit. Dann kommt die halt zu spät. Ah, die wird gleich. Guck mal, wenn die Leute schon so drauf sind, so wie sie, ne? Mhm. Dann wird die gleich garantiert, wenn wir jetzt. Also, du biegst ja jetzt links ab. Und dann und, auf die rechte Spur. Genau, und dann wird sie 100% wird sie links an mir vorbei düsen. Genau. Wahrscheinlich schon in der Kurve, und dabei wird sie sagen: Ach, so eine Fahrschule. Am besten noch Mittelfinger zeigen. Ja, ja, boah. Da darf man die sogar tatsächlich anzeigen, habe ich noch nie gemacht. Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, weswegen man die anzeigen darf, aber man darf. Hm. Wir kriegen dann Schmerzensgeld. Ich glaube 250 Euro. Was kostet eine Playstation? Das ist mein bitte, 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 bitte. Niemand noch. Ich wünsche mir eine Playstation. Zeig mir den Mittelfinger. Vielleicht nur noch so ein bisschen bitchy aus dem Fenster gucken, so. Und dann so. Oh, richtig gut. Ah, das ist lustig. Guck mal jetzt, guck mal. Schon in der Kurve. Ja. Boah, mit quietschenden Reifen. Boah. Sie hat's richtig drauf. Krass. Ja. Guck mal, jetzt kann sie endlich Gas geben. So cool wäre ich auch gerne. Eines Tages, Greta. Ja. Ich hoffe nicht. Irgendwann stehe ich mit Faschel so an der Ampel und dann so hinter mir so. Da bin ich da. Nein, das wird nicht passen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Es ist voll windig draußen, ne? Ja. Wurde vorhin schon fast von einem Ast erschlagen. Ja. Aber gut, dass du es geschafft hast. Ja. Oh, guck mal, jetzt steht sie an der roten Ampel. Ja, nur mal so fürs Gefühl, ne? Lass mal neben sie fahren. Mach mal Spiegelblinker. Wir fahren einfach mal daneben. Nur fürs Gefühl, ja. Weißt du? Witzig. Ja. Manchmal macht das Spaß, mit Menschen zu provozieren. Aber dann nur, wenn die... Ich bin geboren mit Sarkasmus und Ironie. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist sie, guck mal. Du musst jetzt extra hinkriegen. Ja. Wink mal gleich, wenn sie guckt. Ich versuch, aber sie guckt nicht. Schade. Vielleicht gleich guckt sie. Warte, wenn grün ist, ruck ich kurz. Stell mal vor, ein bisschen. Nein, das können wir nicht machen. Das sehen ja die Leute. Das können wir rausschneiden. Jetzt geht's mit grün. Aber jetzt beschleunigt sie schon dezenter. Oh, guck mal, jetzt überholt sie noch einen. Direkt vor der Ampel. Sauber und ausgebremst. Richtig gut. Sie hat's richtig drauf. Ja, ja, bleib ruhig am Gas. Nur das ist das einzige Voraussetzung für diese Wechsel. Mhm. Du kannst das alles machen, nur nie bremsen und dann rüber. Du musst es immer so außer Geschwindigkeit rausmachen. Ja. So. Boah, hat sie ihre Reifen innen abgefahren. Kannst das nicht, ne, schade, ne? Aber sie fährt noch mit Winterreifen und die sind innen komplett blank, wie ein Fahrradreifen. Krass. Vielleicht siehst du es jetzt gleich, wenn sie hier rumfährt. Guck mal auf ihre Hinterreifen. Die fährt jetzt gleich ein Stückchen vor. Mhm. Im Moment checkt es noch nicht. Aber guck mal, die Innenfläche dahinter, sieht man kaum. Mhm. Aber da ist kein Profil mehr drauf. Nix. Also direkt 0 mm. Mindestprofiltiefe 0 mm. Das geht so nicht. Aber auf der Rennstrecke kannst du das ja machen, ne? Wenn es nicht regnet. Aber auch nur auf der Rennstrecke. Aber auch nur da. Ja. Ampel voll am Backen. Ja. So, dann nächste Kreuzung rechts.
werden ein bisschen spät angekündigt, diese Wechsel und sowas eigentlich, ja, auch nur direkt davor. Jetzt muss ich eigentlich nicht drauf achten. Ich würde es trotzdem einfach machen, weil nachher kommt irgendwie doch nochmal ein Rettungsfahrzeug oder irgendwer. Ja, okay. Ach so, also nie gucken. Ja, nein. Also, dass du einfach mal kurz den Kopf drehst und dann. Oh, die Schlange hier. Kurzarbeit ist so. Vielleicht. Und wir haben auch direkt Kurzarbeit 0 angemeldet, weil wir mussten ja sofort zumachen. Das war richtig crazy, ja. Ja, glaube ich. Aber Gott sei Dank. Es ist. Dank fast meinen terroristischen Fähigkeiten habe ich einfach jetzt eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und NRW ist auch das einzige Bundesland, das das darf übrigens. Echt? Das einzige von 16, ja. Krass. Alle anderen, Thüringen, Bayern, was weiß ich wo, die haben alle zu. Dürfen wir uns besonders fühlen? Wir dürfen uns extrem besonders fühlen, denn mich haben auch schon viele Fahrschulen angerufen und gesagt, ey, wie habt ihr das gemacht und was für eine Genehmigung und so. Cool. Ja, und ich konnte auch gar nichts Cooles antworten, weil ich gesagt habe, ja, wir dürfen. Also ich habe einfach 1000 Mal angerufen und gesagt, was ist jetzt, bis die gesagt haben, ja, fahr doch. Ja, so lange nerven das ja einfach. Verrückt, oder? Ja. Alle anderen Bundesländer haben zu. Also die dürfen nicht. Voll krass. Ja, auch was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist, ne? Unternehmen. Ich habe befreundet die Fischer Academy, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die sind in Gera. Ich habe keine Ahnung. Insgesamt 150 Leute, die da arbeiten, die da nicht mehr arbeiten. Ja. Also, das ist eine Vollkatastrophe. Ja. Hat, oder? Ja, der hat also mit seinem Sofa, das hat er so hochgehoben. Ja, irgendwas muss er ja machen. Ja. Genau. Ja, und dann fahren wir locker gleich vorsichtig hinter das silberne Auto und dann vorwärts da drauf. Genau, sodass wir gleich schön die Palme voll auf der Kamera haben. Lass dir einfach Zeit, schön hochschleifen hier. Sauber. So, Gang raus, Handbremse. Dann kannst du den Fuß von der Kupplung nehmen und oder ausmachen, was dir lieber ist. Schienengeräte. Gut, ey. Danke. Zack. Mann, so lange nicht gefahren und dann doch so gut. Danke, du hast sehr viel Spaß gemacht. Ja, nach 5 Wochen glaube ich dir, wenn man nur zu Hause abhängt und nichts machen kann oder so, ne? Käse. Schon cool. Ja, aber die nächsten Stunden hast du jetzt mit Jan geplant, ne? Mhm. Ich werde mich mal dafür einsetzen, ich gehe gleich nochmal ins Büro und quatsch mit denen. Das sollten die eher Prüfungstermine bekommen, dass ich da sofort rein, damit du da fertig wirst, Dankeschön. Ne? Ja, weil du bist auch nicht, hast ja gemerkt, selbst, also wir sind ja beim Borsigplatz gefahren, war ja schon, das ist ja schon heavy. Cool. Gut, hast du noch Fragen oder irgendwas? Ich auch nicht. Dann machen wir nur noch so ein Thumbnail-Ding. Okay. Ich habe nämlich hinten das und das. Du kannst dir jetzt aussuchen, was dir lieber ist. Ich habe eine diese Maske. Nee, ich nehme lieber die. Okay, und ich habe eine diese Maske. Okay. Ich glaube so einfach. Nee, ich glaube, das kommt auf die Nase. Das wenn das irgendwie... Geht das? Ach, ja. Mit Brille geht leider nicht da drunter. Wir sehen bestimmt richtig behämmert aus. So. Kann man das sehen? Boah. So. Richtig geile Masken. Kann kein Mensch was sehen. So. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir so machen als Thumbnail. Ja, Kevin, schneid alles raus. Eine Kacke. Und staub ich die wieder.
Überleg mal, man rennt da den ganzen Tag mit rum, ey. Wer macht das denn freiwillig? Oh, weiß ich nicht. Und das sind schon die Guten, die haben noch so einen Filter da vorne drin. Verrückt. Ja. Ja. Schnell auf die Baustelle wieder rein. So, ja gut. Das jetzt, das war's. Wunderschön. Dann bleib gesund. Du auch. Pass auf dich auf. Du und wir auch. Sehen uns spätestens. Ja, mach ich. Und wir sehen uns spätestens, wenn du Prüfung hast. Ja. Cool. Wenn du magst, kannst du noch mal einmal zu den Mädels auch reingehen, wenn du noch irgendwas hast. Ansonsten, ich mach hier nur noch gleich einmal so ein Auf Wiedersehen, abonniert den Kanal Ding und dann... Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Cool. Hat Spaß gemacht, Greta. Ja, mir auch. Freut mich. Jacke hast du noch hinten, ne? Ja, genau. Tipptopp. Soll ich Tür auflassen? Ja, lass Tür auf. Wahnsinn, was für Locken. Keine Ahnung, wo die herkommen, ey. Ciao, ciao. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.